aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA. Ach, FIFA natürlich nicht. Zu Need for Speed. Entschuldigung. Wir schauen mal mit dem Autohändler vorbei. Wir haben ja ein bisschen Kohle jetzt auf der Hand. Wir gucken mal, ob wir im Autohändler nochmal was mit. Obwohl, warte mal, wir machen es anders. Wir fahren jetzt erstmal noch ein bisschen Rennen. So, das heißt dahin. Ich habe ja gesagt, wir wollen ja in dieser Folge auf jeden Fall noch die beiden Time Trials fahren. Und das machen wir heute auch. Und dann fahren wir zum Autohändler. Jo, wir haben Mercer. Naja, zumindest die Wagen. Wir sollten uns treffen. War ich anders geplant. Ich wollte eigentlich damit runter, aber... Und dieser Teil heißt Abschlag. So, kann ich den BMW, oder wenn ich es richtig sehe. Sehen wir hier im Golfplatz, okay? Aber Controller spielt ein bisschen deswegen. So, gewonnen. Sekunden habe ich geschlagen. Und dafür verdienen wir nochmal $31.000. So, dann hüpfen wir nochmal rüber. Okay, der Kopf hat mich jetzt gerade nur interessiert, oder beziehungsweise der hat sich gar nicht interessiert. Und die Linksaufgabe heißt Ärger. Ist wieder auch ein Time-Trial.
Diesmal gegen eine Agura RSX. Stufe 310. Mal gucken, ob wir den diesmal backen. Oder war es so schwer, Tim, wie beim vorletzten Mal? Auf geht's. Minus ein Meter vor allen Dingen. Eigentlich habe ich gewonnen. Jetzt sagt er mir, du hast nicht gewonnen. Guck jetzt gerade mal. So, diesmal mal 31 Sekunden gewonnen. Und holen uns doch mal $33.200. So, ich glaube, Rennen haben wir jetzt keine mehr, was die Story betrifft. Hier wäre nochmal ein Time-Trial. Aber das war hier mein Kumpel Erniel, den ich ja schon mal geschlagen habe. Also schon zweimal, glaube ich, dreimal geschlagen habe. Jetzt, auch beim vorletzten Mal habe ich den gehabt. Aber möchte ich jetzt gerade nicht. Wir gucken mal ein Autohändler. Das wird die Folge ein bisschen zu kommen. Weil die Rennen haben wir jetzt abgearbeitet. Ich gucke gerade mal, ob wir damals was holen können. Wir haben jetzt 400.000. Wir können jetzt schön durchblättern hier hinten. Pagani Huayra, Porsche 982. Wir können jetzt bis zu dem Lamborghini hier. Lamborghini Aventador SJ Coupé. Was habe ich hier? Ich habe einen Huracan, ne? Und zwar den hier, glaube ich, ja. 295 hat er als Gesamtwertung. Ist das der Porsche? Ja, ist das der Porsche, den der Erniel hatte? Warte mal, ist ich, doch, das könnte sein, ne? Ja, ist er auch. Dann weiß ich, was das für ein Auto war, was der hatte. 341. Und wir haben, glaube ich, jetzt 3,36. Und der wäre tatsächlich von der Wertung her natürlich besser als unserer. Dann beklären wir den. Beklären wir den nochmal mit mir. Ford GT. Wenn ich mir den jetzt kaufe, habe ich aber noch, glaube ich, noch 90.000. Ach, ich sag mal, die haben sie. Komm, nehmen sie mit. Wir haben den Wagen. Nehmen jetzt Porsche. Fahren Sie mir fort. So, da gehen wir ins Tuning.
Mit der Garage mal mit. Oh, verstehe. Wir leben hier oben im Elend und du gibst dein Geld für schicke Autos aus. So, dann gucken wir mal, was wir für Leistungstuning haben. Wir waren ja ein bisschen mehr als der Lambo. Das habe ich hier gestrichen. So, dann nehmen wir das Radarstellfeld dafür rein. So, gut. Bis bei 329, das heißt, ich tausche mein Auto nochmal auf den Lambo. Und in der nächsten Folge machen wir dann wieder ein bisschen was Neues. Mehr oder weniger. Fahren wir nämlich wieder ein paar Rennen. Und das sehen wir uns dann wieder. Und ich freue mich wieder, wenn ihr einschalten würdet. Lieber lief was mit hier.